ist sie doch vorbei, die Winterpause. Willkommen zurück bei WABU TV, liebe Freunde. Verbandsliga Thüringen, ja, das war ein hartes Stück Arbeit. Der dritte Anlauf der Eisenacher hier in Meuselwitz. Endlich das Punktspiel zu absolvieren. Normalerweise sollten die Wartburgstädter ja in Weimar auf dem Lindenberg auflaufen, aber dort war der Platz unbespielbar. Ja, das will ich aber auch meinen. Und Eisenach also nun zurück in der Saison. Und irgendwie doch nicht so richtig. Wir haben hier die dritte Spielminute. Passiert Folgendes. Platz spielt zurück auf Sven Kalmbach. Lauf durch. Das ist die Nummer 8. Patrick Schröter, und der passt rüber zu Florian Schumann. Verstärkung aus der ersten Mannschaft. Nach 3 Minuten führt Meuselwitz mit 1:0 gegen den FC Eisenach. Ja, weiter. Dass die das weiter so haben wollten, war mir schon irgendwo ein bisschen klar. Und Eisenach war wirklich nicht ganz sattelfest. Reagierten auf den Druck der Meuselwitzer ganz schön allergisch. Ihr seht's hier. Diesmal Kallenbach schneller am Ball. Situation bereinigt. Und trotzdem ist zwischenzeitlich noch das 2:0 gefallen durch Kai Müller. Und 3 Minuten später, Brandau. Scheiß Standard, Mensch, ja. Könnte man tatsächlich so auslegen. Chris Flader machte da wirklich keine glückliche Figur. Freistoß hier, der Gastgeber. Nicht ganz so gefährlich. Wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Und nochmal so ein Hauch einer Möglichkeit auf Eisenacher Seite. Aber hundertprozentige zwingende Chancen sehen natürlich anders aus. Das war heute nicht so das Gelbe vom Ei, was da auch die Eisenacher Offensive anbot. Und schon war Halbzeitpause, 2:1. Nun gut, war für Eisenach noch einiges drinne. Die machten schon Druck. Zum Beispiel hier bei diesem herrlichen Freistoß. Ich glaube, das könnte Braunschweig gewesen sein. Und noch einmal ein sogenannter Scheißstandard. Diesmal war es wirklich einer, ging ziemlich hoch über das Tor. Peter Springer. Pass zur Mitte, Arndt legt ab, Abseitsposition. Ja, es war ein schnelles, intensives Spiel. Gefährlich auf diesem stumpfen Platz. Da hat Arndt den Ball verloren. Wir sind in der Schlussphase des Spiels. Und da ist es passiert. Nach 84 Minuten. Kemgin Solivani mit der Entscheidung, mit dem 3:1. Meuselwitz braucht diese Punkte ganz, ganz dringend im Kampf gegen den Abstieg. Verschaffen sich mit diesem Sieg auch einigermaßen Luft. Hier gibt es noch einen Aufreger kurz vor Schluss. Kein Foulspiel hat hier der Schiedsrichter entschieden und das bringt Heulen so richtig schön in Rage. Hört mal rein. Ja, Jürgen Heulen und Christian Meisel werden sicherlich in den nächsten Wochen keine Freunde mehr werden. Da fällt wohl das gemeinsame Kaffeetrinken flach. Ist sicherlich auch die Enttäuschung über die angebotene Leistung der eigenen Mannschaft mit im Spiel. Nun ja, am Sommergewinnsonntag dürfen wir uns auf ein Schmeckerchen freuen. Union Mühlhausen wird im Wartburgstadion erwartet. Da sehen wir uns wieder.